Ihr Name ist Heiner Grieb. Sie sind geboren am 17. Dezember 1972 in Frankfurt, verheiratet, wohnhaft in Duisburg. Sie sind angestellter Verkäufer in einem Schuhladen mit einem Netto-Monatseinkommen von 1.740 Euro. Vorbestraft sind Sie nicht. Sie befinden sich seit 4. April 2023 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach. Das ist korrekt. Dann darf ich Sie um die Verlesung der Anklage bitten. Ja. Am 3. April 2023 drückte der Angeklagte Heiner Grieb seine ahnungslose Ehefrau Thea Grieb im Anwendungsbereich der Kurklinik Mirabellenhof in Bad Kreuznach gegen 11.40 Uhr in Tötungsabsicht mit dem Kopf in ein Schlammbad. Frau Grieb überlebte nur, weil sie sich totstellte und ihr Mann im Glauben, die Tat vollendet zu haben, von ihr abließ. In der 24-jährigen Ehe hatte die geschädigte Ehefrau stets eine dominante Rolle. Während der Kur lernte der Angeklagte die Zeugin Christina Hübner kennen und verliebte sich in sie. Als seine Frau ihn vorzeitig am Kurort besuchte, entschloss sich der Angeklagte, sich von seiner Frau zu befreien und sie zu töten. Heiner Grieb wird daher wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Danke sehr. Herr Grieb, Sie müssen als Angeklagter vor Gericht nichts sagen. Sie können es, wenn Sie möchten, selbstverständlich. Aber Sie können eben auch schweigen. Wollen Sie sich äußern zur Anklage? Selbstverständlich. So was mache ich doch nicht. Meine Thea ist seit 24 Jahren mein Ein alles. Trotzdem ist es aber am 3. April zu einem Vorfall gekommen, nennen wir ihn mal so, der Ihre Frau in eine ja, durchaus lebensgefährliche Situation gebracht hat. Fangen wir mal damit an. Wo waren Sie denn gegen 11.40 Uhr, als das passiert ist? Ich war im Garten, im Ruhebereich, wäre ich fast eingeschlafen. Aber der Schönheitsschlaf muss leider ausfallen, wie man schwer und schwer erkennen kann. Gell? Herr Grieb, wir hatten darüber gesprochen, dass Sie das Ganze mit dem nötigen Ernst hier angehen. Ja? Ja. Danke. Also laut Ihrer polizeilichen Aussage, da haben Sie es auch schon gesagt, waren Sie aber alleine im Garten. Und es kann auch niemand bestätigen, es war niemand sonst da, der sagt, ja, um 11.40 Uhr war der Herr Grieb dort. Sie hatten nach dem Terminplan der Klinik auch eine Anwendung, und zwar auch im Bereich, wo die Schlammbäder sind, also da, wo die Tat verübt worden ist. Hm? Ja, das hatte ich aber vergessen. Wissen Sie, mit meinem Hirn kann man Nudeln kochen. Verstehen Sie? Wie ein Sieb. Herr Grieb. Ja. Kommen wir mal zu was anderem. Wir haben ein kriminaltechnisches Gutachten und wir haben Fotos, und zwar folgende Fotos. Wir haben am Tatort Polizei Schuhabdrücke gefunden, aufgrund der Tatsache, dass diese Schuhe im Schlamm gestanden haben, in diesem Anwendungsbereich. Und dann haben wir noch ein weiteres Foto. Das zeigt diese Schuhe und das Profil von unten. Und das ist anhand dieser Fotos schon sehr gut zu erkennen. Aber es ist durch die Kriminaltechnik auch bestätigt worden, dass diese Schuhe diese Abdrücke verursacht haben, nach Größe, Beschaffenheit, Profil etc. etc. Und diese Schuhe, das sind Ihre Schuhe, oder? Ja, aber die muss mal jemand geklaut haben, um mir das Ganze in die Schuhe zu schieben. Schuhschiebe. Der war aber gut, oder? Herr Grieb, ja, ich kann nicht wirklich lachen, weil ich Ihnen auch dringend empfehlen würde, mit dem nötigen Ernst hier diese Verhandlung wahrzunehmen. Ich nehme das schon sehr ernst. Ich bin eingesperrt in Untersuchungshaft, ja. Aber so bin ich halt mal. Und außerdem weiß ich ja, dass ich es nicht gewesen bin. Das Problem ist, wir müssen davon überzeugt sein, ja, nicht Sie. Ja. Herr Grieb, wissen Sie noch, wann Sie diese Badeschuhe das letzte Mal getragen haben? Ja. Das war morgens um 8. Da hatte ich einen Massagetermin. Und da muss ich sie in der Umkleide vergessen haben. Und da hat sie wahrscheinlich jemand geklaut, ist mit den Schuhen durch das Schlamm gelaufen und hat sie mir dann vor die Zimmertür gestellt. So muss gewesen sein. Ganz bestimmt war das so. Also wir gehen tatsächlich davon aus, dass jemand die Tat meinem Mandanten anhängen wollte und dass die Schuhe tatsächlich geklaut worden sind. Weil sie ja sehr auffällig sind. Richtig, Herr Grieb? Das ist richtig. Gut, dann wurden die Schuhe geklaut und der Täter, der muss Stimmenimitator gewesen sein, der hat dann die Stimme des Angeklagten nachgemacht, sodass dann die Zeugin Pia Leber, die ja dann in der Nachbarkabine war, gesagt hat, ja, das muss der Herr Grieb gewesen sein. Also ich weiß nicht, was die Dame gehört hat, aber bestimmt nicht mich, weil ich war gar nicht da. Gut, das können wir also auch dann selbst fragen, was sie gehört hat. Gibt es irgendein Problem? Mein Geldbeutel wurde gestohlen. Ich finde ihn nicht. Ich hatte ihn gerade vor kurzem in der Cafeteria. Der ist jetzt weg. Könnte es sein, dass Sie ihn verloren haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich hatte ihn bis vor kurzem benutzt. Danach habe ich ja gegessen und in der Zeit muss jemand ihn gestohlen haben.
Also wenn das tatsächlich so ist, dann rate ich Ihnen, in jedem Fall Strafanzeige zu erstatten. Ja, gut. Wo mache ich das? Aber um sicher zu gehen, Herr Wachmeister, würden Sie bitte mal an der Pforte Bescheid geben, falls die Geldbörse gefunden wird, dass sie dort abgegeben wird. Und dann erledigt sich das vielleicht dadurch. Also nochmal, Herr Grieb, dieser große Unbekannte, auf den Sie ja jetzt verweisen, der die Schuhe benutzt haben soll, mit Schlamm präpariert, dann vor Ihre Tür gestellt haben, das wird im Moment nicht ausreichen, den Tatverdacht gegen Sie auszuräumen. Im Übrigen frage ich mich, wer soll denn dieser große Unbekannte sein? Gibt es jemand, der ein Motiv hat, Ihnen sowas anzuhängen, der gezielt Sie belastet? Also ich kenne Korn, der mir das irgendwie, der was gegen mich hätte, also. Gut, und was ist mit Ihrer Frau? Ja, erst recht nicht. Die Thea kannte ja niemand in der Kurklinik. Außerdem war sie erst seit 3 Tagen da und da war sie nur mit mir zusammen. Mhm. Und dann hat sie natürlich auch noch in der Pension gewohnt. Es gibt ja eine Videonachricht, die haben Sie geschickt an eine Kurbekanntschaft. Christina Hübner heißt die Dame, am 2.4., also einen Tag bevor das passiert ist. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle mal vorhalten. Es wurde in Ihrem Handy gesichert. Rat mal, wo mein Fragrad ist. Die sitzt in meinem Zimmer und will mit mir den Kurplan besprechen. Mir steht aber der Sinn nach Kaffee und Kuchen. Also halbe Stunde Kaffee Kiefer. Ich freue mich. Also es hört sich jetzt nicht so an, als seien Sie über den Besuch Ihrer Frau in Bad Kreuznach begeistert gewesen. Ich hatte nur keine Lust, an der Besprechung teilzunehmen. Termine und noch einmal Termine und noch einmal Termin. Da brauche ich ja nach der Kur gleich noch eine Kur. Herr Grieb, Sie sprechen von Termin, Termin, Termin. Ihre Frau hat sich Sorgen gemacht. Die wollte mit Ihnen diesen Kurplan durchgehen. Die war fürsorglich, aber das wollten Sie nicht. Stattdessen wollten Sie sie loswerden, damit Sie sich dann mit Ihrem Kurschatten der Christina Hübner treffen können. Ne? Mit der hatten Sie ja wahrscheinlich eine Affäre. Die Tina und ich, wir sind nur Freunde, mehr nett. Naja, Herr Grieb, also die Korrespondenz, die Sie mit der Dame gewechselt haben, die spricht eine etwas andere Sprache. Eine Woche vorher, nämlich am 24.3., hat ein Austausch von Nachrichten stattgefunden. Und das wurde im Rahmen der Ermittlungen auf Ihrem Handy auch gefunden. Und ich zeige Ihnen mal, was ich meine, Herr Grieb. Das ist nämlich dieser Nachrichtenverlauf, diese kurzen Nachrichten. Guck mal, alles für dich. Man kann sich in etwa vorstellen, was die Dame damit meint. Und sie kommentieren es mit tolle Frau und einem Herzaugen-Emoji. Und das soll der Beweis für eine Affäre sein? Es ist eine tolle Frau. Soll ich vielleicht lügen? Aber das darf man sich holen und gegessen werden haben. Und so habe ich es auch immer gehalten. Herr Munzinger, darf ich mich zu Ihnen stellen? Frau Hübner, hallo. Natürlich. Was ist denn los? Ich habe Angst vor Heiners Frau. Hier. Gott, da kommt sie schon wieder. Hier kann Ihnen doch nichts passieren. Hallo, alles in Ordnung? Thea Grieb, bitte. Thea Grieb, bitte. Frau Grieb. Frau Grieb, Sie sind jetzt dran. Guten Tag, Frau Grieb. Gib zu, dass du es warst. Dann kann ich dir vielleicht auch verzeihen. Thea, ich war das nicht. Das musst du mir glauben, wirklich. Du warst es. Frau Grieb, gibt es jetzt einen Grund, dass Sie hier so rumschreien? Frau Grieb! Ja. Gibt es einen Grund, dass Sie hier so rumschreien? Entschuldigung, ich habe ein Hörgerät und diese neue App ist furchtbar. Ich komme da gar nicht mit zurecht, aber jetzt geht's. Entschuldigung. Sie verstehen mich jetzt? Ja. Gut, schön. Gut, das ist wichtig, dass Sie mich verstehen, Frau Grieb, weil ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht aussagen sollen und bitte darauf achten, dass Sie wahrheitsgemäß aussagen. Grund ist, Sie würden sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen. Ja. Thea Grieb, 47 Jahre alt, Sie sind verheiratet, wohnhaft in Duisburg, sind von Beruf Köchin und der Angeklagte, Heiner Grieb, ist Ihr Ehemann. Deshalb haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen hier nicht aussagen, wenn Sie das nicht wollen. Sollten Sie sich entschließen, auszusagen, muss es wahrheitsgemäß sein. Möchten Sie aussagen? Ja. Gut, diese offensichtliche Schwerhörigkeit, hat das was mit dem zu tun, was Ihnen widerfahren ist? Nein, nein, ich bin schon seit einigen Jahren schwerhörig. Was ist am 3. April 2023 passiert? Also, ich wollte zu meinem Mann Heiner in die Kurklinik. Meine Schwester hatte mich gefahren von der Pension aus, weil ich fahre schon selber seit Jahren kein Auto mehr. Und ich bin dann zu ihm ins Zimmer. Da war er nicht. Mhm. Und dann habe ich ihn versucht, auf dem Handy zu erreichen, aber er ist nicht drangegangen. Waren Sie an dem Tag eigentlich verabredet? Ja, aber erst nachmittags. Ich war ja schon seit 3 Tagen da und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er mir aus dem Weg geht.
Und ja, da wollte ich der Sache einfach mal auf den Grund gehen und bin dann schon etwas früher hinheimlich. Sie wollten, wenn ich das richtig verstehe, einfach wissen, ob er vielleicht mit seinem Kurschatten durch die Gegend zieht, ne? Mit der Christina Hübner. War das der Grund? Richtig. Ich bin dann zur Rezeption und habe dann nach meinem Mann gefragt. Und da hieß es, er hätte um 11.30 Uhr einen Termin für ein Schlammbad. Ja, und dann bin ich dann dahin. Wie spät war das? So kurz nach 11:30. Und haben Sie Ihren Mann dann im Schlammbereich gesehen? Also zumindest das, was vielleicht noch rausgeguckt hat? Nein, ich habe ihn aber gehört. Also da waren so zwei Kabinen mit so Wand, die in den Boden eingelassen waren. Und in der einen Kabine, da habe ich meinen Mann gehört mit einer Frau. Und die andere Kabine war frei und da bin ich dann da rein und habe mich an die Wand gestellt, um zu lauschen. Ich habe ihn ja da mit dieser Christina Hübner vermutet. In den 3 Tagen, die Sie schon am Kurort waren, sind Sie in dieser Zeit Christina Hübner begegnet? Ich wollte es, aber ja, mein Mann hat immer wieder neue Ausreden gefunden und da kam es halt dann zu keinem Treffen. Ja, aber dann, wenn Sie sie nicht kannten, dann können Sie auch nicht Rückschlüsse ziehen, dass das Ihre Stimme war, die Sie da gehört haben. Wurde irgendwas besprochen, aus dem Sie irgendwelche, also inhaltlich besprochen, aus dem Sie Rückschlüsse ziehen darauf? Ich konnte leider nicht hören, um was es da ging, aber seine Stimme habe ich natürlich erkannt. Also Sie glauben, Ihren Mann erkannt zu haben? Weil in der Nebenkabine war ja auch nachweislich Pia Lebert, ein anderer Kurgast. Die hören wir gleich noch als Zeugin. Und ihr Mann, warum sollte er mit der in einer Kabine gewesen sein? Also wie gesagt, ich kannte diese Frau nicht. Aber die Stimme vom Heiner habe ich genau gehört. Es kann natürlich sein, dass er auf dem Gang war und nicht in der Nebenkabine. Okay, das ist ja was anderes. Jetzt haben Sie schon revidiert. Vielleicht kann es aber auch sein, dass Sie seine Stimme überhaupt nicht gehört haben. Es geht ja schließlich auch um Ihren Mann. Also Sie müssen schon genau wissen, was Sie gehört haben und wo Sie es gehört haben, wenn Sie hier was aussagen. Also ich habe oftmals Schwierigkeiten, die Richtung zu deuten, aus der Geräusche kommen. Gut, haben Sie mal in Erwägung gezogen, über das, was Sie da wahrgenommen haben, mit Ihrem Mann selbst zu sprechen? Dazu kam es ja nicht mehr. Plötzlich wurde es in der Nebenkabine still. Und ja, ich bin dann so näher an die Wand, um zu hören, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, was da vor sich geht. Und plötzlich wurde ich von hinten gepackt. Dann wurde mein Kopf in den Schlamm gesteckt und ich wurde unter die Oberfläche gedrückt. Also vielleicht mal das Gutachten zunächst. Mhm. Sie hatten durch dieses Niederdrücken hatten Sie im Nackenbereich Blutergüsse, Hämatome, eine Bindehautentzündung. Aber das Beachtlichste war, dass Sie eine Lungenentzündung bekommen haben aufgrund der Tatsache, dass Sie Teile des Schlammes eingeatmet, also aspiriert haben. Haben Sie gesehen, wer Sie da drunter gedrückt hat? Es kann eigentlich nur Heiner gewesen sein. Ob er jetzt vom Gang her kam oder aus der Nebenkabine. Aber ich weiß doch, wie mein Mann sich anfühlt. Die Größe, die Stärke, das hat alles gepasst. Ich hätte nie gedacht, dass er sowas mal tun würde. Hat oder haben Sie sich gewehrt? Anfangs ja, aber er war natürlich viel zu stark. Ich bin dann auf die Idee gekommen, mich einfach totzustellen. Und ja, dann hat er nach einer halben Minute oder so einfach von mir abgelassen. Gut, was ist denn passiert, nachdem Sie, wie Sie sagten, sich totgestellt haben? Ich habe mich dann irgendwann wieder aufgerichtet und ja, zum Glück war er dann weg, denke ich. Ich konnte ja auch nicht sehen, meine Augen waren voller Schlamm. Ich bin dann auf den Gang getorkelt und zum Glück kam da ja der Arzt vorbei. Ihr Ehemann war ja schon seit 3 Wochen dort in Chur und am 31. März kam es dann zu dem von Ihnen überraschend geplanten Besuch. Wie hat denn Ihr Mann reagiert? Hat er sich darüber gefreut? Wie war das? Also mein Mann hat sich nicht unbedingt darüber gefreut, dass ich kam. Er war auch irgendwie so verändert und also ich bin mir sicher, das ist die Schuld von dieser Christina Hübner. Die hat ihn da total beeinflusst. Was heißt das? Wie kommen Sie da drauf? Also anfangs hat er mich noch jeden Abend angerufen, mir von seinen Anwendungen erzählt. Wenn ich ihn angerufen habe, dann da ist er auch immer ans Handy gegangen. Und irgendwann mal wurden dann ja, die Telefonate immer seltener. Und dann habe ich dieses Foto im Internet gefunden, auf der Homepage von dem Hotel. Mein Mann mit dieser Frau beim Kurkonzert. Das ist auf der Internetseite veröffentlicht worden, ob mit oder ohne Zustimmung der beiden, weiß ich nicht. Und Sie sagen mir bitte, ob das das Foto ist, das Sie meinen? Ja,
Das ist aber nicht so, wie es da aussieht. Und das habe ich der Domholz auch schon gesagt. Die Christina hat mich geschnappt, als das Foto gemacht worden ist. Und die haben es dann hochgeladen. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Abend so zusammengesessen haben. Als Reaktion auf dieses Foto haben Sie Ihrem Mann dann einen Tag später, am 27.03. Nachmittag 17.30 Uhr etwa, eine Videonachricht geschickt. Und das ist ebenfalls auf dem Handy des Angeklagten sichergestellt worden. Und ich möchte auch das jetzt mal als in Augenscheinnahme einführen. Heiner, warum gehst du nicht ans Telefon? Die Kur ist vorbei. Du kommst jetzt sofort heim. Hast du gehört? Sofort. Gab es eine Reaktion Ihres Mannes drauf? Ja, er hat mich angerufen und mir gesagt, dass er in der Kur bleibt. So bestimmt kannte ich ihn noch gar nicht. Da habe ich mir gedacht, ich muss da sofort hinfahren, um mir da mal selbst ein Bild von der Lage zu machen. Also wenn Sie mich fragen, dann hat ihn wahrscheinlich diese Christina Hübner beeinflusst und dazu angestiftet, mich umzubringen. Er war schon immer leicht zu beeinflussen. Also, Frau Grieb, wenn Ihr Mann Sie wirklich hätte töten wollen, hätte es sicherlich bessere Gelegenheiten als dort gegeben. Ja, er konnte doch gar nicht wissen, dass Sie gerade an diesem Tag einen Überraschungsbesuch in der Kurklinik geplant hatten. Also wahrscheinlich hat er mich zufällig gesehen und hat dann einfach die Gelegenheit genutzt. Quatsch. Nur Fragen an Frau Grieb? Nein. Nein, danke. Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie gerne hinten Platz nehmen. Dann hören wir Ihre Schwester als nächste Zeugin, Milena Markovic. Milena Markovic, bitte. Schönen guten Tag. Bitte kommen Sie nach vorne, Frau Markovic. Hallo. Nehmen Sie Platz. Frau Markovic, ich habe auch Sie zunächst zu belehren, dass Sie als Zeugin der Wahrheitspflicht unterliegen und vor Gericht nicht lügen dürfen, andernfalls Sie strafbar machen. Ja? Ja. Sie heißen Milena Markovic, sind 39 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Bornheim, von Beruf Schneiderin. Ja, stimmt alles. Gut, es geht ja im heutigen Verfahren um Ihren Schwager. Aus diesem Grunde haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen hier nichts sagen. Sie können schweigen, aber Sie dürfen nicht lügen. Wenn Sie sich äußern, muss es wahrheitsgemäß sein. Möchten Sie das? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass Sie wissen, was Ihrer Schwester widerfahren ist am 3. April. Was können Sie uns dazu sagen? Ich war ja an dem Tag auch in Bad Kreuznach, weil ich Thea hingefahren habe. Ich habe sie am Eingang vor der Klinik rausgelassen. Ich habe dann auf dem Parkplatz gewartet. Und raten Sie einfach mal, wen ich da gesehen habe. Heiner, wer einfach die Beweise vernichtet hat. Was heißt das? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, ich habe gesehen, wie er eine Plastiktüte genommen hat und in Mülleimer gestopft hat. Auf Ihren Hinweis hin hat die Polizei auch in dieser Mülltonne danach geschaut und hat dann ein Hemd gefunden, das auch durchaus Spuren von Schlammflecken aufweist. Ich zeige das gerade mal hier auf dem Bildschirm, dass wir es uns in Augenschein nehmen können. Da haben wir es. Und er hat ja gegenüber der Polizei auch in seiner Vernehmung eingeräumt, dass das sein Hemd ist. Ja. Haben Sie eigentlich, als Sie das beobachtet haben, mit Ihrem Schwager auch gesprochen? Ja klar, ich bin direkt hin. Ich habe mich auch gewundert, warum Thea halt nicht dabei war. Und habe ihn dann darauf angesprochen. Aber er wusste irgendwie auch nicht, wo Thea war und dass sie überhaupt da war. Und also ich fand das schon mal mega strange. Ne? Herr Grieb, es ist doch richtig, dass Sie gesagt haben bei der Polizei, dass das Ihr Hemd ist. Das haben Sie eingeräumt, oder? Ja, das ist mein Hemd. Aber das habe ich einen Tag zuvor schon dreckig gemacht. Ich habe mich umgezogen für das Schlammbad. Und da ist mir es auf den Bochum gefallen. Ja? Und da habe ich es in den Wäschesack gestoppt. Ja, aber warum haben Sie dann den Wäschesack im Müll entsorgt? Weil ich gewusst habe, dass die Thea da sehr sauer wird. Da kommt schon mal das Nudelholz zum Einsatz, gell? Also bildlich gesprochen. Du bist doch so ein Arsch, ohne Scheiß. Erst willst du sie töten. Frau Markovic, bei allem Verständnis mäßigen Sie Ihren Ton, ja? So, und jetzt können Sie gerne sagen, warum Sie das jetzt nicht so amüsant finden, was er sagt. Thea war schon immer so ein klein bisschen herrisch. Aber sie meint das nicht böse. Sie musste halt schon wirklich früh die Mutterrolle für uns übernehmen, weil unsere Eltern gestorben sind, sehr früh. Und sie war halt immer ein bisschen älter als wir. Aber sie meint das nicht böse. Sie ist der liebste Mensch. Das kann ich nur bestätigen. Ohne die Thea wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Die Thea, die hat wirklich die Wäsche für ihn gemacht. Sie hat die Bankgeschäfte gemacht, die Arzttermine. Einfach alles. Hatten Sie den Eindruck, dass Ihr Schwager unter der doch offensichtlich sehr dominanten Art seiner Frau, Ihrer Schwester, gelitten hat? Nee, auf keinen Fall. Thea hat ihr immer die Würde gelassen. Wirklich, immer. Ich weiß doch, wir waren einmal im Restaurant und dann hat Thea ihm so ein bisschen Geld zugesteckt. Einfach damit es so aussieht, als hätte er die Hosen an, damit er bezahlen kann. Also sie meint das echt nicht so, aber ich kann gar nicht nachvollziehen, wie er das machen konnte. Wahrscheinlich sind die Hormone mit dir durchgegangen oder was? Blödsinn. Herr Grieb,
in der Kur haben Sie diese Frau kennengelernt. Und die hat Sie genauso gesehen, wie Sie gerne gesehen werden möchten. Als Held und nicht als hilfsbedürftige Person. Also letztendlich ist das ja kein schönes Gefühl, in der Ehe jemand zu sein, der letztendlich von seiner Frau in allen Lebensbereichen abhängig ist. Und deswegen wollten Sie Ihre Frau loswerden. Ganz einfach. Das ist absoluter Blödsinn. Ich habe meine Frau nicht versucht umzubringen. Und noch einmal, mit Tina, das war nur Freundschaft, mehr nicht. Noch Fragen an Frau Markovic? Die Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön. Sie können gerne hier bleiben, wenn Sie möchten, auch da hinten Platz nehmen. Dann rufen wir mal die Frau Christina Hübner herein. Christina Hübner, bitte. Guten Tag, Frau Hübner. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Frau Hübner, Sie sind Zeugin. Als Zeugin sollen Sie bei der Wahrheitsfindung helfen. Deshalb müssen Sie auch wahrheitsgemäß vor Gericht aussagen. Im Fall einer Falschaussage wäre das eine Straftat. Sie heißen Christina Hübner, 37 Jahre alt, sind Lagerarbeiterin, geschieden, wohnhaft in Ravensburg, weder verwandt noch verschwägert mit dem Angeklagten. Korrekt. Sie waren auch auf der Kur, auf einer Kur in Bad Kreuznach, wo es am 3. April zu einem, na sagen wir mal, unschönen Vorfall kam, vormittags, kurz vor Mittag. Sie können uns dazu was sagen? Ja, einer war es nicht. Wir waren zusammen in diesem Ruhebereich im Garten, deswegen, er kann es nicht gewesen sein. Nein, geht's mal langsam. Ne? Also wenn ein Angeklagter sagt, ich war alleine da und dann kommt eine Zeugin und sagt, wir waren zusammen, da leuchten bei mir alle Alarmglocken. Ja, weil der tierische Angst vor seiner Frau hat. Und das kann ich auch total verstehen. Ich meine, die dreht am Rad, wenn sie nur meinen Namen hört. Und ist das der Grund, warum Sie jetzt hier die Unwahrheit sagen? Warum Sie ihm ein falsches Alibi geben oder weil Sie in ihn verliebt sind? Was ist denn das für ein Alibi? Hat Ihnen der Herr Krieb denn gesagt, dass er eine derartige Angst vor seiner Frau hat? Oder wo nehmen Sie das her? Musste der doch gar nicht. Die Frau hat alle 10 Minuten angerufen. Und zwar nicht in einem normalen Tonfall. Nein, die hat ins Telefon gebrüllt. Das können Sie sich nicht vorstellen. Vergiss das nicht und mach jenes. Und vergiss bloß nicht, dach nicht und denk an jenes, dieses, jenes. Also die hat man sogar gehört, wenn das Handy gar nicht auf laut war. So einen Ton hat die angeschlagen. Was geht Sie das an? Sie haben sich gefälligst nicht in unsere Angelegenheiten einzumischen. Das geht mich eine Menge an. Irgendjemand muss den Heiner doch vor Ihnen schützen, Sie Hausdrachen. Frau Hübner, bitte halten Sie sich zurück. Mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise. Ja, ist doch wahr. Die Frau lässt dem Heiner keine Luft zum Atmen. Da muss doch mal jemand. Mich interessiert, wie Ihre Beziehung zum Heiner war. Ging das über das Freundschaftliche hinaus? War da mehr? Nein. Ja, rein körperlich war da nichts. Aber so eine Affäre, die fängt ja im Kopf an, ne? Das ist doch Unsinn, was du da sagst. Also, Frau Hübner, Sie machen sich ja offensichtlich große Hoffnung auf eine Liebesbeziehung mit meinem Mandanten. War Ihnen da eventuell die Frau im Weg? Wie meinen Sie das jetzt? Naja, Sie behaupten, dass Sie gemeinsam mit ihm im Ruhegarten waren. Er bestreitet das, obwohl er eben, wie wir gerade gehört haben, auch ein Alibi gebrauchen könnte. Aber vielleicht brauchen Sie selbst ja auch ein Alibi. Wofür jetzt genau? Ja gut, also ich weiß, worauf der Herr Verteidiger hinaus will. Und deshalb ist es meine Pflicht, Frau Hübner, Sie vorsorglich zu belehren, dass Sie auf eine Frage nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst bei wahrheitsgemäßer Beantwortung belasten würden. Ja? Also haben Sie selbst versucht, Ihre Konkurrentin im Schlammer zu ertränken? Nein! Christina, das warst doch nicht du. Nein, ich war das nicht. Aber kriminelles Verhalten an sich ist Ihnen ja nicht fremd, oder? Ja, aber ich habe dabei noch nie jemanden wehgetan. Nein, aber Sie sind wegen Diebstahls mehrfach vorbestraft. Ja, das hat mein Mandant mir erzählt, dass Sie ihm das gebeichtet haben. Und er hat mir auch erzählt, dass Sie an Kleptomanie leiden, also einer krankhaften Zwang zum Stehlen. Ja, ist richtig. Ja, das war aber nur eine Phase und ich war deswegen auch in Therapie. Ist alles gut. Ja, eine Phase. Sie haben mehrere Jobs verloren, Ihre Ehe ist daran zerbrochen. Und Sie haben schon große Hoffnung in meinen Mandanten gesetzt, dass er Sie aus dieser Lebenskrise, die dadurch entstanden ist, rausholen kann. Wie soll er das denn machen? Sie geht hin, ermordet seine Frau und dann kommt der Held in weißer Rüstung. Ist doch Quatsch. Da sitzt der Täter, ne? Fast 25 Jahre lassen Sie sich von Ihrer Ehefrau tyrannisieren. Und irgendwann hatten Sie es bis oben stehen. Und wollten dem Ganzen ein Ende setzen, weil Sie ja dann diese Dame kennengelernt haben. Unter normalen Umständen würde ich Ihnen recht geben, Frau Staatsanwältin. Aber hier hat ja auch der Beginn der Beziehung alles andere als normal sich angefühlt, richtig? Frau Hübner, wie ist es dazu gekommen, dass Sie und Herr Krieb sich kennengelernt haben? Oder Herr Krieb, vielleicht wollen Sie es uns wieder. Sie haben es mir ja schon erzählt. Also. Ja, Christina, ich muss das denn jetzt erzählen. Das ist okay. Die Christina hat mir den Geldbeutel geklaut und ich habe sie dabei erwischt. Und dann hat sie auch angefangen zu heulen und hat mir das von ihrer Kleptomanie erzählt und dass das zwanghaft bei ihr ist. Und dann habe ich so für mich gedacht, wir haben doch alle unsere Fehler oder nicht.
Und da habe ich sie ja nicht übel genommen. Und sie hat es ja dann auch wirklich bereut. Typisch. Ja, in der Tat gibt es Ausprägungen der Kleptomanie, die was Zwanghaftes an sich haben. Ob das bei Ihnen der Fall ist, ich will es jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es immerhin ordentlich von Herrn Krieb, dass er, nachdem Sie ihm die Geldbörse entwendet hatten, nicht den Kontakt zu Ihnen abgebrochen hat. Apropos Geldbörse. Hier ist eine Dame aus dem Publikum einen Geldbeutel abhanden gekommen. Haben Sie da was mit zu tun? Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, dann wissen Sie ja, was Ihnen blüht. Ne? Also Durchsuchung oder möchten Sie freiwillig mal Ihre Tasche entleeren, damit wir mal gucken können, ob die Geldbörse vielleicht dorthin gefunden hat? Das Handy ist aber meins. Ja, Handy ist ja auch nicht abhanden gekommen. Aber können Sie das Portemonnaie vielleicht gerade mal hochhalten? Könnte das Ihres sein? Das ist meins. Haben Sie was dagegen, wenn ich das kurz prüfe? Ist da ein Ausweis drin? Können Sie machen, ja, da drinnen ist mein Ausweis. Dann bringen Sie bitte mal die Geldbörse vor. Die Sachen können Sie in der Zwischenzeit gerade wieder einpacken. Da haben wir ihn. Ja, in der Tat. Wollen Sie es beschlagnahmen als Tatobjekt oder können wir es aushändigen? Kommen Sie gerade nach vorne, dann nehmen Sie Ihre Geldbörse wieder an sich, bitte. Frau Hübner, haben Sie Ihre Aussage noch was hinzuzufügen? Bitte. Nein. Etwa, wo Sie sich nicht mit dem Angeklagten gemeinsam im Garten, sondern wirklich aufgehalten haben am 3. April? Nein, ich war im Garten im Ruhebereich mit ihm. Aber wenn Sie jemanden fragen wollen, fragen Sie die Pia Leber. Die war nämlich wirklich im Schlammbereich. Das werden wir sicherlich tun, wenn die als Zeugin aufgerufen ist. Aber in erster Linie geht es mal um Sie. Pia, hast du vielleicht irgendwo mein Handy gesehen? Nee, wieso? Mist, vorhin hatte ich es noch. Ey Lars, du wirst das hier wohl nicht verloren haben. Du weißt, was darauf zu sehen ist. Keine Sorge, die können damit nichts anfangen. Sicher? War dein Wort in Gottes Ohr. Sind Sie noch in der Therapie? Was Sie vorhin gesagt haben? Ja, ich bin noch in der Therapie. Und ich würde es ja auch abstellen, wenn ihr es könnt. Ja, aber dazu ist erforderlich, dass Sie die Therapie auch wirklich zu Ende bringen. Dann hat das durchaus Aussicht auf Erfolg. Was die strafbare Seite angeht, will ich nicht vorgreifen. Dann muss man dann sehen, ob Sie schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig aufgrund dieser Erkrankung sind. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Nein. Keine. Bleibt unvereidigt, dann können Sie gerne, wenn Sie möchten, auch dort hinten Platz nehmen. Darf ich gehen? Okay. Oder Sie können auch gehen, wenn Sie möchten. Gut, dann fahren wir mit Herrn Dr. Lars Munzinger fort. Dr. Lars Munzinger, bitte. Schönen guten Tag, Herr Dr. Munzinger, nehmen Sie bitte Platz. Sie sind als Zeuge vor Gericht, deshalb muss ich Sie belehren, dass Sie insoweit wahrheitsgemäß aussagen müssen, wenn wir Sie jetzt fragen. Strafbar wäre es, wenn Sie falsch aussagen. Ja? Sie heißen Dr. Lars Munzinger, 29 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Bad Kreuznach, Ortsteil Winzenheim, von Beruf Arzt, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Korrekt. Gut, es geht ja um eine Straftat zum Nachteil von Thea Krieb und ihr Mann wird oder ist angeklagt, dass er dafür verantwortlich sein soll am 3. April. Sie sind Arzt in der Klinik, wo sich der Vorfall zugetragen hat, richtig? Das stimmt. Ich war an dem Tag auf dem Weg zu einer Konsultation. Am Gang vom Schlammbereich, da kam mir Frau Krieb entgegen und sie torkelte und bekam kaum Luft. Sie ist dann in meinen Arm gelandet. Und hat sie was gesagt? Nein, sie ist kurz darauf bewusstlos geworden. Ich habe dann natürlich entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Den Angeklagten, haben Sie den irgendwo gesehen? Das nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er versucht hat, seine Frau zu töten. Und wie kommen Sie zu dieser Annahme? Ich glaube, Herr Grieb hat schon sehr unter der energischen Art seiner Frau gelitten. Ich konnte mir ja selber ein Bild davon machen, wie herrisch sie war. Ja, aus diesem Grunde hat sie Ihnen auch eine Sprachnachricht hinterlassen am 28.03. morgens um 8.10 Uhr. Und zwar auf das Diensthandy, das ist ein Notfallhandy. Und die Nummer ist auch öffentlich auf der Homepage Ihrer Klinik zu finden. Und Sie haben diese Sprachnachricht der Polizei ja auch selbst zur Verfügung gestellt. Wir hören mal kurz rein. Thea Grieb hier. Mein Mann Heiner braucht jetzt keine Kur mehr. Schicken Sie ihn nach Hause. Die Klinik tut ihm nicht gut. Hören Sie, schicken Sie ihn nach Hause. Ich habe mich natürlich nicht beeinflussen lassen.
Ich glaube, die Kur hat Herrn Grieb sehr gut getan. Sie haben Herrn Grieb ja in Ihrer Funktion als Arzt kennengelernt. Wie hat er als Mensch auf Sie gewirkt? Als Arzt begegne ich ja vielen Menschen an der Belastungsgrenze. Und Herr Grieb ist da nicht anders. Ich glaube, die rheumatischen Schmerzen und dann noch so eine herrische Frau. Tja, ich glaube, das hat bei ihm im Kopf einen Schalter umgelegt. Das ist doch Blödsinn, was Sie da sagen. Es tut mir ja auch leid, dass ich das so sagen muss, aber auch ohne psychiatrische Ausbildung kann ich Ihnen sagen, Frau Grieb ist eine klassische Spaßbremse. Ach, also. Also. Meine Herren, der Herr Doktor. Meine Frau ist keine Spaßbremse. Das ist so gemein von Ihnen. Gut, es kann ja sein, dass ich mich am Anfang der Kur ein bisschen freier gefühlt habe. Aber ohne meine Frau bin ich gerade mal nix. Wissen Sie, was mir schon alles in der Kur passiert ist? Erzählen Sie es uns. Ich habe die Anwendungen verpasst. Ich habe morgens verschlafen. Ich habe mir zwei verschiedene Socken angezogen. Und dann habe ich die PIN von unserer Bankkarte dreimal verkehrt eingegeben, sodass der Automat die Karte eingezogen hat. Ich habe vor dem Automat gestanden und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ohne meine Frau bin ich nicht überlebensfähig. Ey, du brauchst keine Frau. Du brauchst irgendjemand, der dir das Leben organisiert. Ja, das scheint ja in dem Fall identisch zu sein. Und dann fehlt sie mir, wenn wir sonntags zusammen Brathähnchen backen und dabei retten, was wir für Blumen auf der Balkon pflanzen und dann abends beim Gläschen Wein zusammensitzen. Ach, noch Fragen an Herrn Dr. Munzinger? Nein. Keine mehr. Gut, bleibt unvereidigt. Dankeschön, Herr Dr. Munzinger. Wenn Sie möchten, können Sie gerne Platz nehmen dort. Ja. Rufen Sie bitte als nächste Zeugin Pia Lebert herein. Pia Lebert, bitte. Schönen guten Tag, Frau Lebert. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Lebert, Sie sind ebenfalls Zeugin. Als Zeugin vor Gericht macht man Sie strafbar, wenn man falsch aussagt. Deshalb beachten Sie bitte, dass Sie die Fragen nur wahrheitsgemäß beantworten. Ja? Sie heißen Pia Lebert, 29 Jahre alt, Verkäuferin, ledig, wohnhaft in Dresden mit dem Angeklagten, der dort sitzt, weder verwandt noch verschwägert. Das ist korrekt, ja. Gut, Sie waren ja auch zur Kur in Bad Kreuznach Anfang April, als das alles passiert ist, ja? Ja, richtig. Um ganz genau zu sein, war ich sogar in der Schlammkabine nebenan, als das alles passiert ist. Die Frau Grieb hat ausgesagt, sie habe ihren Mann gehört, reden gehört in der Nebenkabine. Nein, das ist Quatsch. Also warum sollte er auch in meiner Kabine sein, wenn ich nackt in der Wanne liege? So ein Schwachsinn. Sie hat aber nun mal eine Männerstimme gehört. Also war er vielleicht doch in ihrer Kabine? Also das wüsste ich ja wohl. Ich lag alleine in der Wanne, um mich zu entspannen. Falls Sie jetzt irgendwie denken, ich wäre in der Kur gewesen, um mir so einen Kurschatten oder so zuzulegen, da liegen Sie falsch. Ich war in Kur, weil ich mal wieder Zeit für mich brauchte. Außerdem waren die Männer mir da eher viel zu alt. Ja, ich finde es eher erstaunlich, dass man mit 29 schon in eine Kur muss, aber gut. Haben Sie was gehört? Oh ja, das habe ich. Ich habe nämlich ganz genau Herr Grieb gehört, wie er sowas gerufen hat, wie jetzt bist du dahin, wo du hingehörst, im Dreck. Ja, Moment. Was sagen Sie dann, do? Das stimmt doch gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso jetzt so eine Sicherheit ist, dass Sie den Angeklagten gehört haben. Ich meine, er hat eine Stimme oder eine Sprache, die sicherlich unverwechselbar ist, aber Sie haben den ja noch nicht lange gekannt. Sie haben sich ja erst irgendwann mal in der Kur kennengelernt. Ne? Ja, aber ich bin ja nicht dumm. Und außerdem habe ich ein exzellentes Gedächtnis, was Stimmen angeht. Wir saßen schließlich noch am Vortag zusammen beim Abendessen. Am gleichen Tisch, da habe ich ihn reden gehört. Die Stimme ist ja unverkennbar. Die konnte ich mir gut merken. Frau Grieb, haben Sie auch diesen Satz gehört, der hier gerade gefallen ist, dass jemand gerufen hat, jetzt bist du, wo du hingehörst, im Dreck? Nein, also im Schlamm habe ich gar nichts gehört. Stopp! Einer war es nicht und ich kann es beweisen. Das ist nicht mein Handy, das ist das Handy vom Dr. Munzinger. Oder sollte ich sagen, Herr Munzinger? So, jetzt machen wir erstmal die Tür zu und dann jetzt mal ganz langsam und erzählen Sie uns bitte, was das jetzt zu bedeuten hat. Der ist gar kein Arzt. Das ist kein
richtiger Arzt. Und die Frau Lebert weiß das. Und die Frau Lebert hat ihn damit erpresst. Und damit... Sie das weiß, ist mein Handy, gib mir das sofort zurück. Moment, bitte. Sie weiß auch, dass der Herr Munzinger die Teer in den Schlamm gedrückt hat. Und ich kann alles beweisen. Eins nach dem anderen. Also dieses Handy, das Sie da in der Hand halten, das gehört ja offensichtlich nicht entgegen Ihrer vorherigen Aussage Ihnen, sondern jemand anderem. Wo haben Sie das bitte her? Ja, das habe ich ihm vorhin geklaut, als wir gewartet haben. Aber Sie müssen sich den Chat angucken. Ja, wie haben Sie es denn entsperren? Lassen Sie mal, Munzinger, ganz ruhig. So, und wie haben Sie es überhaupt entsperren können? Der hat vorhin seine PIN eingegeben und dann habe ich geguckt und habe sie mir gemerkt. Und okay, also jetzt bringen Sie es mir mal bitte. Und Herr Verteidiger und Frau Staatsanwältin kommen bitte mal nach vorne. Und dann schauen wir mal, was wir da finden. Da haben wir einen Nachrichtenverlauf vom 4. April, der mir in der Tat nicht ganz unwichtig erscheint. Oh ja. Tja. Einverstanden, dass wir den hier in der Hauptverhandlung einführen? Mhm. Unbedingt. Ja, gut. Nehmen Sie bitte auf, im allseitigen Einverständnis wird der Verlauf in Augenschein genommen. So, am 4.4. ist das, also einen Tag nach der Tat, um die es hier geht. So. Unterschreibt Frau Lebert. 20.000 Euro sollte es dir schon wert sein, dass ich nicht erzähle, was im Schlammbad passiert ist. Dann kommt die Antwort, du hast doch schon 20.000 Euro von mir. Ach komm, ist ja nicht so, dass du als Arzt, in Anführungsstrichen, es dir nicht leisten könntest. Verdammt, Pia, hört das denn nie auf, doch wenn du mir die 20.000 Euro zahlst. Herr Munzinger, was sagen Sie dazu? Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Das ist vielleicht auch besser so. Und Sie, Frau Lebert, haben Sie Ihre Aussage noch was hinzuzufügen? Ich? Wieso? Also eigentlich habe ich ja auch nichts gemacht, ne? Mhm. Nein, das weiß ich jetzt nicht so. Für mich sieht das schon nach einer Erpressung aus. Und ich frage mich, was wir finden werden, wenn wir dieses Mobiltelefon noch weiter auswerten. Ich denke, das wissen Sie besser als ich. Ja, mal okay, dann habe ich halt ein bisschen Geld genommen. Was schon so schlimm daran, aber der wahre Schuldige ist doch Lars. Jetzt kannst du mal die Klappe halten. Nee, jetzt, wo es interessant wird, redet sie bitte weiter. Jetzt pass mal auf. Von dir lasse ich mir sowieso nicht den Mund verbieten. Die haben eh das Handy, das ist aufgeflogen, deine Nummer ist durch. Checkst du es nicht? Das haben Sie sehr richtig erkannt, Frau Lebert. Also, was ist am 3. April da passiert in dem Anwendungsbereich für die Schlammbäder? Ja, ich denke, ich muss jetzt rausrücken, was? Okay, dafür muss ich ein bisschen ausholen. Also, Lars und ich, wir kennen uns aus dem Studium. Ich habe damals relativ früh Medizin abgebrochen, aber von einem alten Studienkollegen weiß ich mit Sicherheit, dass Lars zweimal durch Staatsexamen gefallen ist. Raten Sie mal, wen ich dann nach ein paar Jahren als sozusagen Arzt vor mir finde? Den feinen Herr Doktor. Du warst so dreist, alle Dokumente und Papiere zu fälschen. Ganz schön frech. Und Sie waren so dreist und wollten sich dann Ihr Schweigen ob dieser Kenntnis bezahlen lassen, oder? Ja, also ganz ehrlich, warum auch nicht? Weil es eine Straftat ist, aber gut. Ja, also ich habe halt meine Chance gesehen und ergriffen. Und er war ja auch dreist, so ist es ja nicht. Naja, und an dem Tag haben wir halt in der Kabine darüber gesprochen. Als Lars rausgegangen ist, hat er die alte Grieb gesehen mit dem Ohr an der Wand. Ich meine, es kann ja auch keiner ahnen, dass sie schwerhörig ist. Daraufhin hat er sich ertappt gefühlt und er wollte sie dann umbringen, nicht ich. Gut, dann können Sie uns bitte erklären, wie es dazu kommt, dass die Badelatschen vom Herrn Grieb mit den Schlammanhaftungen, die Abdrücke da waren, dann die Schuhe bei ihm vor der Tür standen. Ja, das war vielleicht ein Meisterstreich von meiner Seite aus. Tut mir leid, aber du bist auch immer mit diesen hässlichen Schuhen durch die Kur geschlurft. Jeder kannte die. Und als ich die dann im Therapiebereich habe stehen sehen, das war ja wie ein Gottesgeschenk. Habe ich die einfach genommen, bin einmal durch den Schlamm gelaufen und habe ihm die vor die Tür gestellt. Das war halt zu einfach. Dann kommt noch falsche Verdächtigung, mittelbare Freiheitsberaubung. Also ich bin jetzt so ein bisschen, ich summiere gerade nur auf. Das ist sehr freundlich von Ihnen, weil ich bin jetzt so damit beschäftigt, mich darüber zu wundern, wie jemand sich hier hinsetzen kann. Und derart, ich will versuchen, ein schönes Wort zu finden, was mir, glaube ich, nicht gelingt. Derart agieren kann. So. Dass Sie sich strafbar gemacht haben, das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen. Und Herr Munzinger, das Doktor lasse ich jetzt mal weg, dass das Ganze für Sie auch ein Nachspiel haben wird. Und das werden Sie wissen. Und Sie werden diesen Raum hier nicht unbegleitet verlassen. Das heißt, ich nehme Sie hiermit vorläufig fest. Ne? Gut, und das Handy, Ihr Handy, das ist ja Ihres, werde ich jetzt auch bis zur endgültigen Auswertung durch die Staatsanwaltschaft hier behalten. Zumal in Haft Handys nicht zulässig sind. Noch Fragen an die Zeugin? Nein.
Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie dort hinten Platz nehmen. Heine, es tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Bitte verzeih mir. Natürlich verzeih ich dir. Du weißt doch, ich liebe dich. Und ich hatte nie was mit der Tina, noch nicht einmal im Kopf. Gut, Herr Grieb, Sie haben gleich noch die Möglichkeit, das letzte Wort zu sprechen. Aber vorher kommen die Plädoyers, wenn keine Anträge mehr gestellt werden. Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme und darf Sie um Ihre Schlussvorträge bitten. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, meine Damen und Herren, Herr Grieb, die Beweisaufnahme hat ganz klar ergeben, Sie saßen hier zu Unrecht, Sie sind unschuldig. Das steht aus Sicht der Staatsanwaltschaft fest. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich Ihnen noch gerne etwas mit auf den Weg geben möchte. Ihnen nicht, aber Ihrer Frau. Ich meine, wollen Sie eine Ehe führen, indem Sie wie eine Betreuerin Ihren Ehemann wie einen Betreuten behandeln? Also ich frage mich, was ist das für eine Partnerschaft? Die ist ja nicht gleichberechtigt. Und Sie machen es sich ganz schön leicht. Sie denken sich, ach, die macht schon alles und zwischendurch gehe ich mal kurz in die Kur, ne? Und dann mache ich ein bisschen Erholung und fühle mich großartig. Frau Lebert, Sie sind kaltschnäuzig und ich habe selten einen Zeugen erlebt hier, der derart agiert. Und das Ganze wird ja für Sie ein strafrechtliches Nachspiel haben. Deswegen alles Weitere, wir werden uns ja dann wiedersehen. Am Ende, Sie sind unschuldig. Ich beantrage den Angeklagten auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Richteranwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, ich finde, Ihre Ehetipps waren fehl am Platze, weil bis zu diesem Moment war das eine wunderbar funktionierende Ehe, die wir nicht so führen würden möglicherweise, aber das bleibt ja jedem frei. Mein Mandant hat die Tat nicht begangen. Er ist heute freizusprechen. Danke. Herr Grieb, Sie haben das letzte Wort. Ich möchte nur noch was sagen. Zum Fall gibt's nicht mehr viel zu sagen. Aber erkennen Sie den, da sagt der Richter, Sie können wählen, entweder 10 Tage Gefängnis oder 1.000 Euro, sagt der Angeklagte, dann nehme ich das Geld. Der hat schon zu meiner Referendarzeit nicht wirklich für Lacher gesorgt. Ja? Ach so, dann. Okay, ich unterbreche kurz die Sitzung, anschließend Verkündung der Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird auf Kosten der Staatskasse, die auch seine notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen. Er ist für die Zeit der zu Unrecht erlittenen Untersuchungshaft zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz. Es ergeht dann weiterhin folgender Beschluss. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wird aufgehoben. Entlassungsersuchen wird erteilt. Das heißt, Sie sind ab sofort, Herr Grieb, wieder auf freiem Fuß. Sie haben auch nicht die Wahl zwischen Freiheitsstrafe und Geldstrafe. Sie kriegen nämlich noch Geld dazu, nämlich Entschädigung für die Untersuchungshaft. Es ist nicht die Welt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Es ist leider wirklich nicht die Welt, aber Sie kriegen etwas dafür. Sie sind aus tatsächlichen Gründen natürlich freizusprechen. Eins habe ich, Herr Grieb, allerdings nicht verstanden. Sie haben sich ja selbst in den Verdacht gebracht, indem Sie unter anderem Ihr Hemd entsorgt haben, das mit den Flecken. Und das haben Sie begründet, ja, ich hätte doch Ärger mit meiner Frau bekommen, wenn die gesehen hätte, dass ich das versaut habe. Ich verstehe es nicht, weil Sie hätten doch genauso Ärger bekommen, wenn Sie es wegschmeißen. Ich meine, ein Hemd, das nicht mehr da ist, würde doch bei Ihrer Frau wahrscheinlich auch für Unmut sorgen. Aber dieser Unmut, Frau Grieb, Herr Grieb, das sollten Sie wirklich vielleicht in den Griff bekommen und Sie haben doch auch ein Interesse daran, Frau Grieb, dass er eine einigermaßen Selbstständigkeit sich erarbeiten kann. Da müssen Sie auch mal ein bisschen loslassen und müssen ihn auch gewähren lassen. Ja? Ja. Das als kleiner Tipp von mir. Vielleicht überlegen Sie mal, ob Sie das zusammen angehen. Frau Lebert, ein Wort noch zu Ihnen. Sie sollten dringend an Ihrem Unrechtsbewusstsein arbeiten, denn in dem Verfahren, das Sie erwarten wird, werden die Kolleginnen und Kollegen, die darüber zu urteilen haben, das sicherlich mit einbeziehen, wenn jemand überhaupt keine Einsicht in das Unrecht seines Handelns hat, so nach dem Motto, na, das bisschen Erpressung, was soll das denn schon bewirken? Denken Sie drüber nach, Sie sind nicht beschwert, Sie sind aus der Haft zu entlassen. Verzichten. Rechtsmittelverzicht seitens der Staatsanwaltschaft, dann ist das Urteil rechtskräftig, ich schließe die Sitzung. Lars Munzinger wurde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Missbrauchs von Titeln und wegen falscher Verdächtigungen, gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt. Pia Lebert wurde wegen Erpressung, falscher Verdächtigung, gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren zur Bewährung verurteilt. Christina Hübner wurde wegen Diebstahls in 2 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten zur Bewährung verurteilt.